Leute, willkommen zurück bei Pokémon Shifting Worlds mit Grants. Hallo. So, wir wollten nochmal zurückgehen, Leute, weil hier oben sind wir noch gar nicht lang gegangen. Ach, guck mal, da hinten liegt noch ein Item, sehe ich das gerade. Aber hier ist noch ein Trainer. Ah, da oben war es ja, ging es ja auch noch lang. Also ich gehe jetzt gerade erstmal bei den Bäumen lang und sowas. Ah, okay. Bin voll ausgerüstet und bereit, wann immer du loslegen möchtest. Weil hier oben sind ja noch überall die Brücken, weißt du? Da geht's ja auch noch rüber immer. Ja, aber ich glaube, das ist nur ein Weg, glaube ich. Yo, was hat sie denn hier? Ein Stolos, Level 37. Das ist krass. Ah, da ist ein Item. Wer hat denn eine Kampfattacke von euch? Ich habe ein Machoband gefunden. Bestimmt fürs Machomai, oder? Muss ja eigentlich. Nee, ich glaube, Machoband, da kriegst du mehr Angriff beim Level-Up oder sowas. Okay. Ich kämpfe jetzt hier mal gegen eine Trainerin. Ich bin voll ausgerüstet und bereit. Wann immer du loslegen willst. War das die gleiche wie eben? Ja, gegen die kämpfe ich. Aber ich bin woanders lang gelaufen, glaube ich. Ja, aber es ist halt einfach nur so ein Hin- und Her-Weg quasi. Ah, okay. Okay, das war jetzt nicht so cool. Was ist das denn? Das ist ja süß. Ein Papunga. Sieht aus, als hätte es. Es hat irgendwelche Flauschebällchen am Körper. Es sieht flauschig aus. Ach das, das ist glaube ich Pflanzeflug. Das ist so blau, oder? Das ist süß, ja. Das ist super süß. Das ist die Weiterentwicklung von Hopsprost, wenn du das noch kennst. Ah, stimmt, das passt. Das ist genauso süß wie Hopsprost. Das sieht halt aber so anders aus einfach. Shit, Terrence wird es nicht schaffen. Warum sind die denn alle so stark? Die hat mir fast 100 Schaden gemacht mit einem Windstoß. Wow, okay. Das ist heftig. Naja, aber der ist gerade auch Level 37, ne? Ja. Und er macht Steinpolitur. Hätte ich das gewusst, hätte ich eine andere Attacke gemacht. Was wäre denn gut? Eis. Er macht trotzdem nochmal eine Uzukip, Leute. Nicht gut, Edward, los geht's. Eis wäre vielfach effektiv. Ich könnte natürlich jetzt auch drauf hoffen. Na komm, ich lack mich durch gerade, Steffi. Warum? Was tust du? Weil ich habe erst überlegt, ob ich Ruckzuck-Hieb mache, damit ich halt Prio-Attacke habe, damit er mich nicht töten kann. Aber ich habe ein Item, halt diese Flinkklaue. Mhm. Und habe halt eine andere Attacke gemacht und die Flinkklaue hat tatsächlich gewirkt und dadurch habe ich das Viech besiegt. Yay. 800 so. Erfahrung. Der Eiszahn müsste ihn jetzt eigentlich killen. Mit vierfach. Wie bitte? Sagt sie. Was? Hat sie gesagt, dann komm. Ja, genau. Also ich hole mir auch noch das Item, ne? Und dann können wir doch schon wieder zurückgehen. Krass. Toll, ich habe ein Upgrade gefunden. Oben das Item hast du, ne? Ja, das habe ich gerade eingesammelt. 2220 Pokédollar. Zwei hättest du doch noch drauflegen können, oder? Dann hätte sie aber einen ausgeben müssen, das wollte sie nicht. Sie hat doch eh schon das Item ausgegeben. Stimmt. Ist hier ein Item komm, noch dann heile ich mal eben schnell hier. Nö, ich glaube nicht. Was hast du denn eben von einem Item erzählt? Ich habe das Item schon gesehen, was da lag. Aber ich musste ja einmal noch runter und dann bin ich in sie reingerannt. Wie du immer in die Leute reinrennst. Unfassbar. Das ist echt schon frech. Wo ist das hier runter? Ne, das ist immer noch Route 216. Ich kämpfe jetzt gegen die Frau neben dem Haus. Mhm. Kämpfe nie zum Spaß, das ist keine Übung. Ernst jetzt? Das ist gar keine Frau. Heißt sie Ernst? Nee, Kasimir. Bisaflor. Oh mein Gott, was hast du dein armes Bisaflor hier in diese Dingens rausgebracht, ey? Ein Quappo hat er. Finte. Ist der schon Kampf? Wasserkampf oder ist der nur Wasser noch? Quappo ist mal nicht Wasserkampf, ja. Oh, hat aber gut reingehauen. Er macht Heuler. Auf Level 33 noch Heuler machen, ey. Ach, Christina braucht einfach mal eine Spezialattacke langsam. Ich mache ihm halt leider nicht so viel Schaden, muss ich sagen. Okay, komm, ich hau den Texo rein. Boah, ja, ich wechsle auch. In der Hoffnung, dass er ein Pflanzentrainer und kein Gifttrainer ist. Was Blöde ist halt, wenn man auswechselt, die eine heftige Attacke machen, mit der ich mit meinem Pokémon, was eigentlich
was eigentlich effektiv wäre, dann kaum noch KP hab. Ja. Das ist ja das Blöde am Auswechseln. Deswegen ich das eigentlich so gemacht. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt wenigstens einschläfern kann. Okay, gut. Oh, er legt Giftspitzen. Naja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich meine Dingens nicht mehr tausche, mein Pokémon. Wenn er jetzt wirklich Pflanze ist, dann... Ha, dieser Flor besiegt. So, Quappo schläft schon mal. 735. Oh, Crab Level Up. Level 36 ist mein Glutex jetzt. Und es möchte Hitzekoller lernen. So, wollen wir doch mal gucken. Ich werfe mal meine Samenbomben auf das Quappo. 80, 100. 85, 100 und 85, 100. Ja, dann würde ich sagen, Hitzekoller ist irgendwie nicht so geil. Ja, Hitzekoller ist bei mir auch irgendwie nicht geil. Also bei den Gegnern, die den gemacht haben. Hitzekoller nicht lernen, ha. Oh nein, Quappo ist aufgewacht. Schon. Nicht töten. Und er setzt Umot ein. Okay, er ist ein Gifttrainer, aber Umot ist natürlich Käfergift, das ist vorher auch noch gut. Magensäfte. Oh Gott, jetzt stirbt er doch durch den Hagel, oder? Das ist ein KP mal wieder. Hagel müsste ja wohl regeln jetzt. Okay, Umot besiegt. Ja, sehr gut. Umot hey, gibt Patty's auch 1000. Krass. Oh, jetzt sind, glaube ich, alle 35 außer 1. Richtig gut. Und noch ein Umot. Er hat einfach zwei Umots dabei. Der Umot-Trainer, ey. Oh, möchte ich Kugelsaat? Wollen wir mal Samenbomben macht 90, garantiert. Kugelsaat macht 60 bis 150. Hm. Außerdem dauert das so lange, ich will keine Kugelsaat lernen. Kein Bock. Jungblut! Warum hat er denn jetzt ein Jungblut? Das heißt, es ist ein Kampftrainer. Ja. Und ich habe halt doof vorne. Aber eigentlich ein cooles Team so mit Quark. Warte mal. Soll ich das mal riskieren, eine Pilzspore? Komm schon. Yes, die Flinkklaue wirkt! Ich bin auf das Risiko gegangen. Du bist so ein Lacker wie ich. Ey, unglaublich. Ich bin nochmal in die Hütte rein, hab mich nochmal schnell geheilt. Ja, warte mal, von mir können sich drei Pokémon können sich bei mir noch entwickeln einmal. Also, doof kann sich bei mir auf jeden Fall noch entwickeln. Random Encounter, bla bla, hör ich mal. Oh, Taubsi! Auf Level 33! Hat eigentlich schon irgendjemand Taubsi gefangen? Ich glaube, das hatte ich letztes Mal gefangen, wo ich mich dann gefragt habe, so, das hat noch keiner? Ich war aber nicht sicher. Taubsi wäre halt echt lustig, eigentlich so. Ich glaube, ein Tauboss hatte ich gefangen. Oh, Flucht gescheitert, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Toll, ich will fliehen und er macht Spiegeltrick. Toll. Das hat nichts gebracht, mein Freund. Oder hatte ich noch keinen? Ich weiß es gerade nicht. Müsstest du mal nach. So, das müsste der Krabhammer ja wohl regeln, gegen das Jungblut. Hey, ich bin entkommen. Ja, gegen Jungblut eigentlich schon. Oh, Jungblut hat aber viele KP. Oh, wenn wir da hochgehen, Steffi kommt schon hoch 217. Oh, krass. Und hier steht so ein Dulli. Oh, und der Schneesturm wird stärker. Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in meinem Herzen nicht messen. Also habe ich jetzt gerade gesagt, das war mein Spruch. Ja. Siegfried ist es, aber nicht der Siegfried vom Dingens. Nicht oh, Siegfried nein. Und Roy. Er hat einen Botogel, das heißt, das Botogel kriegt keinen Schaden durch den Schneesturm. Bin ich schon frech. Okay, dann heißt es wieder Glutexo einsetzen. Ich probiere meinen Krabhammer gegen Mashok. Also Glutexo ist hier gerade echt oft dran bei mir. Okay, ich habe einfach einen Volltreffer gemacht. Okay. Warum nicht? Aurora-Strahl, ach, das macht mit Text oder nichts aus, ey. 12 Schaden, ha, lächerlich. Au, doof entwickelt sich. Oh, siehst du, eben noch drüber geredet. Mhm. Krass, wie viel sich hier entwickelt in letzter Zeit.
Also sie kommen halt langsam alle in ein Alter, wo sie sich entwickeln können. Ja. So, jetzt die Glut regelt bitte, oder? Ich habe ein Satzenia. Hey. Ja, Botume besiegt. So, nochmal schlafen. Oh, 666 Punkte Erfahrung habe ich gerade bekommen. Da hat der Teufel seine Hände im Spiel gehabt. Es hagelt. Ich weiß. Echt? Ich sehe es. Wettereffekte ziehen sich halt immer so. So, also Patty kann sich noch entwickeln und Honey muss sich noch entwickeln. Aber das und war's dann Cursilla. Schon. Er hat gerade Cursilla in Dings geschickt. Ansonsten habe ich schon 4 Pokémon, die sich voll entwickelt haben und 2 auf 2. Stufe. Das ist eigentlich echt gut. Magiemantel. So. No, im letzten Grasbüschel nochmal den Count. Das war immer so. Was ist das denn? Wie heißt das? Hibiskus habe ich gefunden. Ah, okay. Oh, früher war das der Hibiskus? Also der auch so diese herzförmigen Teile in den Blüten drin hatte? Das kenne ich irgendwie von ganz früher, als ich noch ganz klein war, hatten wir irgendwie so richtig viele davon im Garten, von diesen Pflanzen. Aber und Rexblizer hat er natürlich. Und das Feuer super viel verschwächen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, was Pflanzen und sowas angeht, irgendwie. Ich weiß auch nur, wie die aussehen und nicht, wie die heißen. Was hat man ja eigentlich in der Grundschule alles gelernt, auch die, dass man die ganzen Blätter so zuordnen kann. Ja, aber irgendwie mehr Bäume als... Ja, genau. Und so Sträucher als jetzt wirklich solche Blumen, die man angepflanzt hat. Oh, Rexblizer wollte gerade auf der Grasflöte spielen. Okay. Also ich bin gerade gegen Siegfried auch an der Reihe. Ja. Dein letztes Pokémon ist halt einfach Level 38. Okay. Also selbst die normalen Pokémon-Trainer sind schon ein höheres Level als wir. Zubiris hat er. Was ist das denn? Ist das nicht Unlicht? Könnte sein. Da ist Käfergut. Oh cool, da ist Käfergut und ich habe Honey vorn. Honey. Nicht Honey, also nicht wieder, weiß, nicht wieder Honey, Honig. Ja. Honey und Nani. Ja. Das Feuer in deinem Herzen ist stärker. Nein, das Feuer aus Blutexus Mund ist einfach nur stärker. Hä? Der kann nicht Unlicht sein. Das war gerade nicht effektiv. Oder er ist noch was anderes. Ich gehe mal jetzt links entlang. Links kommt nochmal ein Skifahrer. Ich wüsste ja jetzt gern, was Zubiris für ein Typ ist. Regentage deprimieren mich irgendwie. Fällt hingegen Schnee, bin ich einfach nur überglücklich. Ich probiere mal Flug aus. Oh, die Michaela hat nur ein Pokémon und es ist ein Vonaira. Werde ich selbst, wenn ich fliege, vom Hagel getroffen? Ja, wahrscheinlich. Ja, oder? Ja, ja. Ich meine, das ergibt ja sogar noch Sinn, ne? Ja. Außer man ist über den Wolken. Ja, okay, klar, dann. Antikraft. Wieso kannst du Antikraft? Vielleicht ist er Unlichtkäfer. Nicht Unlichtkäfer, Unlichtkampf. Das könnte natürlich sein. Jawohl. Was ist das? Selbst Flug war nicht effektiv. Gift? Oder ist er Geist? Gegen. Wow. Das könnte sein, ja. Und Naira macht einfach einen Blizzard. Fuck my life. Na gut, ich weiß ja nicht, wie stark der ist, aber. Oh, mit 6 HP überlebt. Boah. Wie viel hat er insgesamt? Also mein deiner? Pokémon 123. Okay. So, ich habe Zubiris besiegt, aber ich weiß echt nicht. Vonaira besiegt. Unlichtgeist hätte jetzt Sinn gemacht von den Attacken her. Ey, Vonaira hat mir gerade 2000 Erfahrung gegeben. Wow. Krass. Das ist mehr als die Legendär, die wir vorhin hatten. So, ich muss jetzt aber zurückgehen und heilen. Also ich bin quasi am Wald links entlang gegangen, da ist dann so eine Skifahrerin. Ich glaube, es ist ein Geisttrainer. Ich habe gerade ein Traunfugil. Ja, okay, dann ist er Geist. Wo kann man hier denn fangen? Das ist doch... Ich möchte fangen. Oh, bitte kein Random Encounter. Yes, ja. Ohne Random Encounter durchgekommen. Was? Jetzt ist ja plötzlich Unlicht. Frechheit. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Eine bodenlose Frechheit. Eine bodenlose, meinst du? Ja, sorry. Ah, jetzt könnte vielleicht der Blutsauger ein bisschen was reißen. Random Encounter, fuck my life.
Hey, Hopspross. Ich finde Hopspross so süß. Aber auch wieder geil, Hopspross auf Level 34. 33, okay, sorry, trotzdem. Jetzt ist er Käfer, natürlich. Der wechselt seinen Typen wie seine Unterhose. Ich würde gerne mal einen Traumfigur mit Unterhose sehen. Ich mach dir ein Bild. Aber jetzt kann ich Flug einsetzen, das sollte ja wohl reichen. Also der wird quasi zu der Attacke, also zu dem Attackentyp, den ich gegen ihn einsetze. Ah, okay. Würde ich mal behaupten. Also dass das quasi, wenn ich was Effektives einsetze, er immer zu dem Typ wird, den ich da gerade bediene. Also lustig ist, dass Honey immer irgendwas Effektives gegen seinen Typ hat. Wusch! Mich zu entdecken erfordert enorm scharfe Augen. War da wieder ein Ninja? Ja, so ein Ninja, der sich wieder im Ding ins... Wow, was? Der hat 4 Pokémon. Und er startet einfach mit einem Knarksel. Alles klar. Okay. Ach komm, ich setz mal Pantymos ein. Den habe ich ja jetzt noch gar nicht mal vorgeführt hier. Wie hübsch er ist. Ja. Hast du ihn dir angeguckt? Ja. Honey ist Level 35. Yay. Fadenschuss. Das macht Knarksel Fadenschuss. Macht Trotzer. Und dann kommt er in die nächste. Fadenschuss ist erschrecklich. Mach dich langsam, ne? Initiative wird gesenkt, ja. So, der Eisspeer sollte gegen Knarksel eigentlich ausreichen. Jetzt hat er noch einen Rotom. Also Elektrogeist, richtig? Geist, ja. Ja, richtig toll. Wow, Knarksel One-Hit, ey. Nice. Ginger, läuft bei dir. Na, oh, war gar nicht so schlecht. So, bist du ein Drachen oder ein Bodentrainer? Oh nein, er lädt sich auf. Er lädt sich auf? Ja, Ladevorgang. Ah. Das heißt, seine Elektroattacke... Ach nein, warte mal! Honey gemacht, der kriegt ja keinen Schaden von Elektroattacken. Ja. Da. Das wäre geil, wenn sie halt KP bekommen würde von Elektroattacken. Das wäre super, ja. Dann wird sie jetzt richtig schön hochgeheilt werden. Ah nee, doch nicht. Sie hat ihn schon getötet. Stimmt, die hat ja auch noch irgendwas gesteigert. Dann ist die Strafattacke gestärkt. Er ist ein Drachentrainer und Ginger kann zum Glück eine Eisattacke. Also alles easy. Okay. So. Ich werde mal Honey heilen. Was soll der Geiz? Vibrava, auch nochmal eine Vielfachschwäche, sehr schön. Und ich weiß, dass ich schneller bin als Vibrava, weil Vibrava in meinem Team das arschlangsamste Pokémon ist. Jo, One Hit. Ist hier noch irgendwas in diesem Eisgebiet? Ein Item oder so? Also ich bin links lang gegangen, da war eine Trainerin und dann zu dem Ninja, sonst habe ich noch nichts gefunden. Ah, ich sehe sie. Ich werde aber, glaube ich, dann nicht mit Honey kämpfen. Level 36 für Ginger. Ich setz mal doof ein. Ginger versucht Krafttricks zu erlernen, was ist das denn? Doof hat halt 77 KP, weißt du, richtig wenig. Und das ist da 10 ja schon. Ah, und die hat 77. Ist halt... Anwender wendet Psychokräfte an, um eigene Angriffs- und Verteidigungswerte auszutauschen. Ne? Das ist nur Wayne. Ach, ein Kabuto. Cool, das ist cool. Gestein und was noch? Wasser. Okay. Also wenn du Pflanzenattacke hast, vierfach. Ich überlege noch, ob ich ihn vorher einschläfe oder nicht. Oh, Knarksel hat er noch, das gibt Erfahrung. Den hatte ich vorhin schon mal. Ich schläfe ihn erst ein und mache dann die Samenbomben. Ich glaube, einmal die Samenbombe reicht gegen Kabutops sogar. Aber ich mach gern Pilzspore. Gegen wen bist du gerade? Gegen bessere. Gegen den Ninja-Jungen. Der hat 4 Pokémon. Der ist hinter der Troller, oder? Ja, rechts von der quasi. Okay. Ich habe ihn besiegt, er war bei mir ein Drachentrainer.
Aber der hatte 4, ne? Ja, der hat 4 Pokémon. Könnte nur ein bisschen dauern, damit ich den auch hab. Du hast meine Schwachstellen erkannt. Aber Michaela habe ich schon mal fertig gemacht. Michaela. Na, sie hatte ein bisschen viel an, weil wir ja doch auch, sonst auch ein bisschen kalt gewesen hier. Ist echt Arsch. Warte mal, wo genau ist der jetzt? Ach, Random Encounter. Ich finde den nicht. Oder ist der auf der anderen Seite? Wenn du rechts gehst, ist er. Also wenn ich du von Michaela nach rechts. Ja, da vorne ist er noch. Ah, ich sehe ihn. Gott, das ist aber schwer zu erkennen. Ja. Ja, ich hatte auch scharfe Augen, wie er schon erwähnt hat. Normalerweise kommt doch diese Animation im Kampf. Bei mir war das gerade eben eine Sekunde lang schwarz alles. Yeah. Ich dachte so, was? Was ist jetzt? Spiel abgestürzt, ja. Alles gut. Oh, bei mir ist ein Psychotrainer. Hast du ein Unlicht-Pokémon? Nee, ich habe ein Käfer-Pokémon. Das ist auch gut gegen Psycho. Und ich habe Geist. Aber ich werde ihn erstmal einschläfern. Kann von Schalellos nicht abhauen, das ist doch nicht wahr, ey. Erstmal schlafen, kleines Abra. Also, sie hat jetzt überlegt, entweder Honey einzusetzen mit ihrer Käferattacke. Die soll ja gut sein gegen Psycho. Oder halt sonst Ellie. Ich leg mich erstmal ins Bett. Okay. Grants schläft ein. Ich nehme mal Ellie. Sie wacht auf. Und hat neben den fremden Leuten geschlafen. Immerhin haben sie dich nicht beklaut. Guck noch mal, wie viele Pokédollar du hast. Ich war ja nicht ohnmächtig. Ja, aber du hast geschlafen. Die Leute beklauen einen hier nur, wenn man in Ohnmacht fällt. Dann sehen sie ihre Chance, ey. Ja. Ja, geil, der Typ ist ohnmächtig geworden, ey. Den klaue ich jetzt alle Sachen. Nee, oder die klauen einem erst das Geld, weil man ja verloren hat und dann fällst du in Ohnmacht. Okay, ich stehe hier neben dem Ninja-Jungen und gammel. So, Abra One-Hit. Ja, wenn ich mit den anderen drei auch so gut hinkomme, dann sollte das nicht so lange dauern. Easy Game bei Steffi. Hoffentlich. Außer die haben jetzt wieder irgendwelche blöden Kombis. Cool and the Gang. Oder irgendwelche Legendären. Nichts gegen die Legendären. Klingblim. Okay. Nicht so legendär. Ich frage mich halt, wann sich mein Glutex so endlich mal entwickelt. Ey, ich will Glurak haben. Das Klingblim ist so süß. Oh, das ist einfach One-Hit weg. Oh. Das macht doch so süße Geräusche. Oh, vielleicht kriegt Ellie sogar ein Level up von dem Kampf. Kommt drauf an, was für Pokémon ich kann. Ein Trassler. Das ist auch nur Psycho, oder? Trassler ist nur Psycho, ja. Später ist es Psycho-Fee, aber Fee gibt's aber uns noch nicht. Ja. Und auch Trassler mit einem Volltreffer. One-Hit. Ja. Ich glaube, der Volltreffer hätte den Volltreffer jetzt noch nicht mal gebraucht. Wie das hier aussieht. Die kriegt doch nur 500 Erfahrungspunkte von dem Trassler. Also ist jetzt nicht so genial. Der einzige Schaden, den Ellie bekommt, ist vom Hagelsturm. Ja, das ist immer. Und jetzt noch ein Fleckmann. Oh, der hat so süße Pokémon. Die sind alle so schnell down. Du machst trotzdem One-Hits bei jedem einfach, ey. Ja, was kann ich dafür, wenn er die nicht entwickeln lässt? Okay, auch das Fleckmann ist down. Das war ja jetzt langweilig. Und ich dachte schon so, oh, 699 Erfahrungspunkte. Von Valentin. Du hast meine Schwachstellen erkannt. Ja, ich hatte ein Geist-Pokémon gegen deine Psychoträne. So. Dann bin ich auch fertig mit dem Kampf. Sehr schön. Dann können wir ja hier beenden. Genau. Morgen geht's weiter durch den Schneesturm. Und vergesst nicht bei Tobi und bei Goro vorbeizuschauen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Yay. Yay. Ciao. Ciao, bis morgen.